China baut 60 neue Atomkraftwerke und will in der Stromerzeugung durch Kernkraft die USA überholen. Vielleicht dämmert nun allmählich auch die Deutschen bekloppten irgendwas. Herr Trittin hat ja gesagt, es ist ein Auslaufmodell, man soll endlich runtersteigen von dem toten Pferd. Nicht, wenn man auf dem toten Pferd reitet, soll man absteigen. Aber die Grünen sind nicht belehrbar, sie sind, wie man so sagt, entbescheuert. Das erneuerbare Energiengesetz und die Energiewende sind das schwerwiegendste Verbrechen gegen die Interessen der Menschheit. Nicht im Sinne des Strafgesetzbuches, aber 60 Atomkraftwerke in China, das heißt natürlich, dass sie 60 oder mehr Kohlekraftwerke gleicher Leistung nicht bauen und uns damit das CO2 ersparen und den Dreck, der sonst von diesen Kohlekraftwerken zu uns herübergehen würde. Das heißt, wir können froh sein. Genauso wären aber die Chinesen froh, wenn wir 60 Atomkraftwerke bauen würden. Das ist also ein unfreundlicher Akt gegenüber China, wenn wir Kohlekraftwerke bauen, obwohl wir ja gar nicht so ungeschickt sind im Bau von Atomkraftwerken. Und es ist nicht nur ein Affront gegen China, sondern gegen sämtliche Länder der Welt. Das heißt, es ist ein aggressiver Akt gegen die Menschheit insgesamt, der deutsche Atomausstieg. Und möglicherweise ein Akt, der letzten Endes das Auslöschen der ganzen Menschheit herbeiführen kann. Nicht muss, nicht herbeiführen muss, aber kann. Sie kennen die Theorie, die Chaostheorie, der Flügelschlag eines Schmetterlings kann einen Orkan auslösen. Hier ist es etwas mehr als ein Flügelschlag. Was in Deutschland unnötigerweise in die Atmosphäre geblasen wird, sind Hunderte von Millionen Tonnen CO2, die völlig unnötig in die Atmosphäre geblasen werden. Ein schwerer Anschlag auf die Menschheit insgesamt. Die deutsche Energiewende ist das schwerwiegendste Verbrechen, was vom deutschen Boden ausgegangen ist nach 1945. Und ein verheerender Anschlag auf die Zukunft unserer Jugend, auch wenn die das noch nicht begriffen haben, weil sie wirklich zu 100% fehlinformiert werden. Wenn ich sowas im Forum schreibe, dann kommt dann von den grünen Spinnern so Antworten: Ich hätte Schaum vor dem Mund und wer bezahlt von der Atommafia? Andere Argumente haben die nicht. Die sind so bescheuert. Okay, wenn Sie glauben, ich wäre also ein einsamer Wolf, der diese Meinung vertritt, lesen Sie mal die Wirtschaftswoche. Das ist herrlich, diese vernichtende Kritik an den Grünen von Bettina Röhl müssen Sie mal lesen, die regelmäßig also absondert. Und der Chefredakteur Tichy nimmt ja auch kein Blatt vor den Mund. Es ist so ein einsamer Fels in der Brandung, ein einsamer Fels der Intelligenz, die Wirtschaftswoche. Beim Fokus gibt es gelegentlich intelligente Artikel, die lassen dann noch die anderen Idioten allerdings zu Wort kommen. Na gut, muss vielleicht sein. Ich will noch etwas sagen zu unserer Ethikkonferenz, die also im Grunde ja auf der Vorstellung beruht, dass der liebe Gott keine Atomkraftwerke will. Es spricht alles. Alle Indizien sprechen dafür, dass der liebe Gott Atomkraftwerke will. Dem werde ich also einen weiteren Beitrag widmen. Die Kohlekraftwerke sind stille Mörder. Warum sind die Deutschen so erregt bei Atomkraftwerken, obwohl es bei westlichen Atomkraftwerken nicht einen einzigen Toten bisher gegeben hat, nicht einen einzigen bei westlichen Atomkraftwerken, kommt sofort die Antwort der Grünen und Fukushima? Natürlich, Fukushima hat auch keinen einzigen gegeben, aber das nehmen die ja nicht wahr. Das ist ein anderes Thema. Sie müssen übrigens zu den Kernkraftwerken, die existieren, ja die Reaktoren in den Atom-U-Booten dazu zählen. Das sind aus Sicherheitsgründen dann auch noch zwei. Und Sie bedenken Sie mal, auf wie engem Raum
die zusammengefertigt werden. Da ist für Sicherheitseinrichtungen kaum Platz und trotzdem ist nach meiner Kenntnis noch nie da ein Reaktor durchgegangen. Aber man redet gegen Stein oder Blech.